Aber geiler Offline-Screen, finde ich. Ich Ja. finde den Offline-Screen richtig genial. Den habe ich auch lang genug zusammengebastelt, ey. Das ist 69 oben, deine Followerzahl oder Ja. was? So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich bin gespannt. Warte. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall das Bild, also mit diesem Mann, der halt nackt ist mit der Bierflasche auf dem Bauch. Vielversprechend. Radiator, nackte Männer. Das ist Radiator 2. 2, Junge. Radiator 2. 60 FPS habe ich eingestellt, hoffentlich geht das mit 60. Meistens haben wir so Kackspiele in FPS-Log. Oh ja. Radiator 2 free to play. Oh, hört mir blenden. Was? Saftig? Schalthebel? Was? What the fuck? The fuck ist das, Alter? Verletz mich! Saftig, Schalthebel. Ich muss das anders moderieren. Verletz mich. Okay, machen wir das erste. Verletz mich. Benutzen Sie Maus oder Gamepad? Gamepad habe ich jetzt ganz angeschlossen. Nein, sag bloß, es ist so ein Dingspiel, wo du reagieren musst und so ein Warte Zeug, wo mal. du so. Ganz kurz, schon mal mein Controller, warte mal. Wie das Bild aussieht. Ja, das Geile ist, mein Controller vibriert die ganze Zeit, das Handy vibriert. Oh, ich muss gleich unten hinhalten. Oh. So, warte. Oh, hey. hallo. Oh, der Sound ist voll laut. Oh, jetzt geht's ab. Was muss ich machen? Ich muss ihm die Hand geben. Hä, what the fuck? Was? Was ist das denn? Alter, ist das. Alter, what the fuck? What the fuck? Was ist das? Das ist so eine Bar. Hey! Hä? Was? Ich hab keinen Bock, den zu massieren, das ist voll What ekelhaft. the fuck, Oh. Alter? Warte mal, da ist ein Haar, was ich rauszupfen muss. Alter, ich komm nicht Der muss ich mal. Der hat sich einen schönen Rücken vorher rasiert. Ey, da ist auch keine Option, um den Sound leiser zu machen, das ist voll laut, ey. Meine Ohren. Das Spiel ist heftig, Mann. Das ist tausendmal besser als Stand by Deadline, ey. Da kommen wir wirklich direkt voll in die Action rein. So, was ist los? Ich höre dich halt nicht im Steam. In Steam sage ich. Mach mal Sprachaktivierung, Mann. Sprachaktivierung, da muss ich wieder raustappen. Da geht bestimmt das Spiel kaputt.
Okay, warte. Ah, hier ist die Lautstärke. Okay, so. Alter, diese Musik. Alter, Mann, was ist das für ein Spiel, Mann? Das ist voll das Chicolo-Geile, ey. Ich glaub, das solltest du lieber auf Ding stellen, ne? Auf, solltest du eigentlich auf USK 18 stellen in Steam, Alter. Verarsch den anderen Typen den Arsch da. Ich hab den nur gehauen, was los? So, warte, Sprachaktivierung. So, hallo? Was ist jetzt los? Jetzt sage ich gar nichts mehr, oder was? Hurt me plenty, verletz mich. So. Oh. Hallo? Okay. Ja, irgendwie geht meine Sprachaktivierung nicht hier. Ich mach das an, aber da geht kein Licht an. Ach komm, egal. Hast du es aktiviert? Also sag ja, hast du es bestätigt? Okay. Meins Dauersenden leckt mich am Arsch. So, warte. So, Dauersenden geht. So, wo ist mein Spiel? Weiter geht's. Jetzt mache ich saftig. What the fuck? What? Alter, geht's noch? Ich kotz gleich. Ist was erlaubt auf Twitch? Oh, ist das lecker. Alter, das ist immer noch zu laut. The fuck, Alter, was ist das, Alter? Einmal hier, einmal links, einmal rechts. Vor allem die Musik dabei, wenn ich das mache. Ja, ist gut, jetzt kann ich was anderes machen. War es das jetzt schon mit saftig oder was? Ey, der Typ, der rechts da hinten, sehe ich jetzt erst, wie der da steht. Ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, warum es free to play ist. Schalthebel. Achtung, Schalthebel, ey. Hallo? Okay. Erster Gang. Fuck, geht's noch? Was denn? Kann der mal die Augen aufmachen beim Fahren? Die ganze Zeit im ersten Gang fahren, oder? Ah, ich verstehe. Guck die Bewegung an, die ich mache. Geht's darum? Hä? Halt einfach der Ton zu laut ist von dem Spiel. Du musst es eigentlich in den zweiten Gang schalten. Oh. Scheiße. Zu viel geruppelt, ey. Hinten ist dieses, Ich sehe es, ja. Die Anzeige, da müsstest du... Yeah, yeah. Schöner Schalthebel. Was für ein Schalthebel ist das, ey? Der ist ja fast so groß wie mein Kopf. Alter, vom LKW. Am Anfang, der pusht da immer mit dem Schalthebel. Keine Mucke im Auto, ey. Vor allem die Anzeige, ne, vom Tacho. Kann man viel erkennen. Richtig Porno. Ja komm, jetzt schalte meinen zweiten Gang, was ist denn los? Fahr halt 10 Jahre im ersten Gang. Hey! Was denn? Das Spiel ist so behindert, ey. Wieso ist das Spiel so geil? Was? Ram, ram. Ah! Wenn ich den Schalthebel ruppel, freut sich mein Auto und dann geht rechts die Anzeige hoch. Echt? Oh, ja. Yeah. Alter, das Spiel ist so sexistisch. Oh, ist das schön. Das Auto freut sich richtig. Run, 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 run. Oh, gleich platzt der Motor. Gleich platzt der Motor. Run, run. Oh, abgesoffen. Scheiße.
Nee, du halt einfach den Ding rubbelst, Alter. Das war's jetzt schon, Alter. Die drei Sachen, oder was? Gibt's noch mehr? Von Robert Young und andere. Wer sind die anderen, ey? Irgendwelche Gestörten anscheinend. Hört mir plenty, ey. Das war lustig. Gibt's da nicht den Vorgänger Radiator 1? Das kann sein, ja. Mal schauen. Shake your hands, shake your hands, shake your hands, yeah. Oh, oh. Shake your hands, oh, oh, oh. Das erste Spiel ist in Deutschland bestimmt nicht erlaubt. Was sollen diese komischen Icons? Ach, da kann ich auslosen, was dann als nächstes kommt danach, oder was? Warte mal kurz, mein Ohrstöpsel fällt raus. Muss ich mal kurz Pause machen beim Shaken hier. Gleich so gut in dem Spiel ist die Musik. Ein bisschen schneller shaken hier. Und jetzt? Und das. Oh, klatsch. Es klatscht wieder. Naja, ist das gleiche wieder. Hä, was sind das für Icons? Was bedeutet das denn? Ahnung. Hä, what the fuck? Wie geil dir das halt einfach. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Was ist los? Alarmstufe rot oder was? Wie kann man so einen Arsch haben überhaupt? Was ist das für ein Arsch? Oh, oh, ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet. Shit, der ist tot. Ich hab ihn K.O. geschlagen mit dem Arsch. Oh, nö. Nee. Oh, Alarmstufe rot. Hier meine Rücken, Schulter, Muskulatur. Oh. Wie weit geht das denn nochmal? Gucken, ob danach was anderes kommt. Nach 35 Sekunden hast du gebraucht, bis du in K.O. geschlagen hast. Siehst du mal. Voller Pro bei sowas. Beim Popo klapsen. So, und jetzt? Das war's oder was? Stell dir vor, das Spiel wird was kosten. Ah ne, jetzt kommt was anderes. One friend's playing this game. Gib mal ans Telefon, du Spasti. Ey, das ist Twitch. Lila. Twitch. Twitch-Telefon. Radiatel. 76% Akku noch. Aber wie lange dauert das denn, bis der mal rangeht, ey? Ich hab keine Ahnung. So, komm. Was für ein Arschloch? Nochmal anrufen. Muss ich irgendwas machen? Ich glaube, du musst irgendwas machen. Was denn? Weil er geht nämlich da die Anzeige langsam hoch. Drück doch! Ich drück doch alles. Was soll ich noch alles drücken? Müsstest du bei deiner Freundin sagen, dass sie mal zuschauen soll bei dem Spiel? Was du für schöne Sachen. Oh, Sagen. Scheiße, Kunkel hat mich erwischt. Schnell offline gehen. Fragezeichen, warum Fragezeichen? Du weißt du, wer ich bin, du Penner? Hä? Was, 17. Juni? 1.04 Uhr. Hey, das ist mein... Was? What the fuck? Was ist los mit dem? Oh. Ich glaube, ich habe dem das Herz gebrochen. Was? Was ist jetzt los? Was ist das für ein Timer? Was ist das für ein Timer? Hilfe. Ach so, lang muss ich warten, bis ich ihn wieder anrufen kann, oder was? Herzfragezeichen. So lange muss ich warten, bis ich ihn wieder anrufen kann, den Spasti. Der kann froh sein, dass ich überhaupt angefasst habe, ey. Toll, was ist das denn für ein Spiel? Und jetzt muss man so lange warten. Wartest kann... du mal 17 Jahre. Damit ist doch eher 17 Tage gemeint, oder? Ja, 17 Tage, ja. Jahre wäre ein bisschen hardcore. Ich glaube, da gibt es schon andere Technologie zum Zocken. Ja gut, das war's, glaube ich. Also, kein Bock mehr zu telefonieren, der Typ. Und du musst ihm noch zeigen, wie du den Typen den Arsch versohlst. Das ist ja das Highlight. Ja, aber das Problem ist ja... Ach doch, jetzt kann ich wieder anrufen. Nee, jetzt kommt bestimmt gleich wieder die Anzeige.
Best Spiel ever. Jetzt geht er mal ans Telefon, du Mongo, ey. Ich hab zu fest auf den Arsch gehauen. Ist er beleidigt. Guck, geht immer dran, der Penner. Der mag dich nicht. Ich K.O. geschlagen, ey. Ich hoffe, du schlägst jemanden K.O., ey, weil du so fest auf den Arsch haust, dass es bis in den Kopf geht. Jetzt geh ans Telefon, du Bitch! Ich muss. Ich brauch's! Ich brauch. Heftig, ey. Ich will Rücken streicheln, ich muss auf den Arsch schauen, Mann. Ich will deine Hand schütteln, bis er abfällt. Komm, geh ans Telefon. Das Spiel ist echt heftig. Also wirklich, ich hab noch nie so ein heftiges Ding gesehen. Ah, jetzt schickt er schon wieder seine Scheiße. Nee, jetzt willst du. Weil ich überlegen konnte, was ich schreiben soll. 17. Juni, zeig, ja, das ist heute toll. Du musst jemand nochmal. Der hat Lust auf dem Eis, hat er gesagt. Ja, er hat Lust auf dem Eis. Ach so, ja, gut, dann geh ich gleich nochmal. Du musst sie. Was? 11-mal? 11-mal deine Mutter oder was? Okay, warte. Ach, dann lass es halt, ey. Versuch ich halt keinen Arsch mehr. Alter, was für Haare der auf dem Bauch hat. So, saftig. Kunkel, falls du noch da bist, mach dich bereit für eine saftige Erfahrung. Das heißt, ich meine, also auch immer, morgen, wenn ich in die Stadt gehe oder nach dem Training, weißt du, nach dem im Fitnessstudio erstmal danach so, oh, mh, oh schön, so ein Whey-Eis mit Protein, oh, mh. Ey, ist so geil. Boah, wie der Saft runter drauf, guck mal, wie saftig das Eis ist. Was sind das für Typen eigentlich im Hintergrund, ey? Fassen sich da einen Sack mit ihrer geilen Unterhose. Gib's mir, weiter, komm. Das kriegst du doch komplett rein. Ey, warte mal, wie hieß der nochmal? Der sich da nochmal in den Sack fasst, hat er irgendwie fällt gerade der Name. Yogi Löw oder was? Das ist der Yogi Löw Simulator. Yogi Löw Simulator. So geil. So, was war das andere nochmal? Ach, der Schalthebel, das muss ich dem Kunkel ja auch noch zeigen. Kunkel, ich zeig dir jetzt mal, wie man Auto fährt. Nee, das mit Arsch versohlen, das ist geil. Ja, aber der geht ja nicht mal ans Telefon, der Penner. Dann ja, das Auto anmachen. Und dann, wenn das Auto an ist, dann machst du. Oh. Ja. Fahr, mein Auto, fahr. Wer sich freut, dann der Fahrer. Ich will gerne meinen zweiten Gang schalten. Oh, boah. Zweiter. Schick. Was? Stick Shift? Die Fresse, Mann. Ich will weiter rubbeln. Oh. Yeah. Und die Musik, Kunkel. Lass die Musik auf dich wirken. Stick Shift. Ah, jetzt bin ich in dem weißen Bereich. Ich glaube, jetzt kann ich shiften. Oh, yes. Boah, da leuchten sogar die Augen, ey. Die Eier, die Hoden, ey. Der Knüppel um die Augen. Ah, mein Stöpsel ist zu locker, Mann, ey. Ich kann das Spiel nur so. Oh, ich muss schneller ruppeln. Schnell, bevor das Auto absäuft! Yeah! Wie er sich freut! Komm schon! Du hast es gleich geschafft! Ruppel den Knüppel! Nein! Fuck, ey, abgesoffen. Du musst wieder bei 1 anfangen, leck mich am Arsch, ey. Rum, rum, brem, 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 brem. Wenn ihm das Auto absäuft, dann schaut er wieder, dann schaut er so komisch nach unten, so ey, was ist jetzt los? Gehst du wieder nach unten oder was? Oh! Yes! Ich bin voll im Flow, komm! Scheiße, der Zeiger ist zu langsam, gleich säuft das Auto wieder ab. Ey, wie soll man da zum fünften Gang kommen? Ich werde nie zu meinem Höhepunkt kommen, ey. Schon gehen wir muss ich gehen. Komm schon, du hast es gleich geschafft! Du hast es gleich geschafft! Ja! Yeah! Okay, okay, okay! Das ist voll die Porno-Klaus-Musik, ne? Ich hätte nie gedacht, dass. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, einen Schaltknüppel zu rubbeln. Ich will jetzt zum fünften Gang kommen, ey. Scheiße, egal, wie kacke das Spiel ist. Ist das bei deinem Auto auch immer?
Ja, bei meinem Auto ist es. Ich habe 6 Gänge, ist ja noch schlimmer. Du darfst erst hochschalten, wenn du genug geruckelt hast. Ja, wenn ich in dem im weißen Bereich bin, weißt du, wenn die weiße Soße kommt, dann darf ich schalten. Genau. Komm schon. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Gleich haben wir es geschafft. Oh ja, dritter Gang. Oh. Arme Kunkel, was denkt ihr? Komm schon, komm schon. Oh, jetzt beweg dich mal schneller, rubbel mal fester, Mann, damit der Zeiger schneller hochgeht. Du kommst du schneller nach oben und nach unten, oder nee, was du dann machst. Ja! Ja! Boah! Ach, ich lasse mich wieder runterholen hier im Stream. Ja, yeah, fünfter Gang, ich komme! Boah! Wie du halt ausziehst. Boah, guck! Guck mal hinten! Strahlen, ey, wir sind Lichtgeschwindigkeit. DeLorean, zurück in die Zukunft! Oh, mein Knüppel! Sechster Gang! Sechster Gang! Wann soll ich da hinschalten? Ich habe keine Anzeige mehr! Leck mich am Arsch! Boah! Boah, mein Auto dreht durch! 300.000 km. Was ist das für ein Kackvideo? Ah, jetzt eine Zigarette, ey. Boah, geil. Er ist total fertig. Ich bin auch fertig, ey. So anstrengend. Und du hast sogar einen Erfolg bekommen dafür. Ah, das ist alles mit Timern hier bei dem Spiel. Jetzt muss ich warten, bis das Auto sich abgekühlt hat. Ich will den nochmal einen Arsch versuchen. Das war voll witzig, Mann. Aber da geht ja immer ins Telefon, der Penner. Ich beende jetzt mal das Spiel. Mal gucken, vielleicht kann ich dann wieder Action machen. The fuck, Alter. Radiator 2, Best Game ever. Da machst du ein Let's Play von. Ja, das geht 5 Minuten, ey. Bin ich fertig. Hört me plenty, komm. Geh ans Telefon, du Sau. Oh nee, jetzt kommt wieder diese lilane Kacke. Warum, Mann? Ich hab doch keinen Bock, jetzt 17 Tage zu warten. Seid ihr bescheuert oder was? Hab ich was Besseres zu tun, als 17 Tage auf diesen Homo hier zu warten? Bis ich mir den Arsch versohlen darf. Ich glaube, du hast ihn einfach zu hart in den Arsch versohlen. Ich hatte einfach mehr Zuschauer bei dem Spiel als bei Arma 3, ey. Das ist voll traurig. Traurig, ja. Das ist halt Entertainment, ne? Wenn ich mich zum Affen mache und meinen Xbox-Controller-Knüppel abruppel hier wegen dem Hebel. Du irgendwelches Eis in den Mund nimmst im Spiel. Und das einfach in den Rachen vielleicht. Das Eis in den Mund nehmen kann man die ganze Zeit machen, weißt du? Da gibt's keinen Timer. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht gibt's da doch einen Timer. Ja, jetzt schreibt er wieder, ne? Tief von der Rachen stecken. So deep in the throat. Deep in the throat. In the throat. Throat. Wir haben schon 1.15 Uhr mittlerweile, du Trottel. Achso, das war die Uhrzeit, wo ich ihn kaputtgeschlagen habe. Um 1.04 Uhr. Hab ich ihm 11 Mal auf den Arsch gehauen, er ist er umgefallen. Deswegen ist das Herz auch gebrochen, jetzt hab ich's verstanden. Ey, komische Hieroglyphen, die er da schreibt, ey. Also, liebe Leute, ne, alle, die jetzt im Stream zugucken, holt euch Radiator 2 auf Steam, ey, kostenlos. Ich hab so das Gefühl, ich hab beim Eis irgendwas vergessen. Oh, geil dran lecken, komm. Ah, ich muss das wahrscheinlich weglecken, weißt du, dass es weg ist. Das ist noch genauso groß wie vorher. Was ist das für ein Eis? Friss, du Sau. Beiß es doch einfach ab, Mann. Dann bin ich fertig hier mit der Demütigung auf meinem Stream. Ey. Jetzt reicht's mir mal langsam. Das lädst du aber schon auf YouTube, oder? Oh. Yeah. Das musst du auf YouTube hochladen, ey.
Ah, jetzt ess doch mal das Eis, du Pisser. Ey. Ist es überhaupt schon kleiner geworden? Ah, es wird kleiner! Stell dir vor, ich würde in Real Life in der Stadt so das Eis essen. Lecker, lecker, lecker. Oh, guck mal hinten, das Bild, ey. Ich glaube, das sind Drogen in dem Eis. Boah, ich bin voll drauf, ey. Hier in Frost 2000. Im Spiel. Im Real Life. Nee, im Spiel geht's noch. Boah, das ist anstrengend. Guck mal, was für ein geiles Eis ich jetzt hab. Tradenstick, Tradenstick. Was geht mit dem Typ da links hinten? Im Hintergrund, der spackt voll ab. Was ist los mit dem? Ich krieg Angst. Was? Hilfe. Was geht? Was geht ab mit dem? Ich kriege Angst, ohne Scheiß. Vor allem dieser Oberkörper löst sich gleich ab. Oh, da hinten auch, der rechts. Was ist hier los? Was ist für eine Kacke? Ja. Yeah. Oh, gleich ist mein LSD-Eis leer. Was geht mit denen im Hintergrund ab, ey? Das ist voll krank. Oh, what the fuck, ey? Das ist ja volles Horror-Game. Was ist hier los? Alter. Oh, schau mal einfach. Es ist schon aus, hätten das würden die irgendwie rumpeln. Ich habe Erfolg bekommen. Oh, ich kann nicht mehr. Ist das Eis auf? Fuck. Und die Jungs haben sich beruhigt im Hintergrund. Ich gehe jetzt raus, ey. Ich krieg Albträume heute noch. Ah.